Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 500er Specials. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, wir sind bei Terrorhawks. Der eine oder andere kennt das Game, heißt auch, warum auch immer in den USA irgendwie Attack of a Time Lord. Fragt mich nicht, ist so, Amis sind so. Ein absoluter Klassiker. Hab ich eigentlich damals gar nicht so toll gefunden, jetzt mittlerweile, wo ich ihn jetzt auch mal wieder in echt habe, habe ich ihn noch mal ein bisschen gezockt und der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Das ist ein schöner Shooter. Ihr habt auch nur ein Leben. Das nur mal so für euch als Tipp. Es gibt vier verschiedene Phasen. Die unterscheiden sich eigentlich nicht durch die Gegner, die unterscheiden sich durch die Waffen. Ihr habt gesehen, die haben ganz normale Raketen. Jetzt haben sie so einen Homing-Kram. Gleich haben sie die Mine. Die ist mit am allernervigsten. Am absolut nervigsten. So, ich versuche euch möglichst das schnell zu zeigen. Es gibt eben nur vier Stages. Dann wiederholen die sich, die werden dann eben schwerer, schneller. So, zeig mir mal die grüne Mine. Da ist er. Die hat nämlich die schöne Geschichte, ihr seht das gerade, auf der anderen Seite, die geht ein paar Meter weiter auf der Oberfläche. Stellt euch also vor, ihr habt das Ding also irgendwo am Rand des Levels, dann seid ihr tot. Könnt ihr machen, was ihr wollt, da habt ihr keine Chance. So, jetzt gibt es eine weitere Homing-Geschichte, die ist nervig, weil sie einfach schneller ist und ein bisschen schneller rüberziehen kann, aber die ist nicht so nervig wie die Mine. Die Mine ist die nervigste Waffe in diesem Game. So, komm. Lass dich besiegen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Da, schön. So, nächste Stage. Ja, und jetzt werdet ihr sehen, dass sich das eigentlich wiederholt. Ah, das war natürlich ärgerlich. Ja gut, das war Terrorhawks. Wenn ihr die Chance habt, das System zu haben und dieses Game zu kriegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Hintergründe sind natürlich wieder typisch G7400, aber ein absolut solider Space-Shooter, kann ich nur empfehlen. Ist mit das Beste auf dem System und macht wirklich Spaß. Kann ich nur empfehlen. Alles klar, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns bei den nächsten Folgen. Tschüss.